Ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. In dem Video muss ich mich mal so ein bisschen ärgern, und zwar über Dinge, die gerade auf Regierungsebene passieren. Da möchte ich gerne als Unternehmer mal kurz Stellung zu beziehen, denn aus meiner Sicht ist einiges, was gerade passiert. Auf Regierungsebene, das, wie wir gerade regiert und geführt werden, das Gegenteil von Unternehmertum. Und mir liegt Unternehmertum natürlich am Herzen. Und jetzt möchte ich in diesem Video gerne was aufgreifen, was aus meiner Sicht so nicht wirklich geht. Aber ich spreche deswegen darüber, nicht weil ich irgendwie zu denen gehöre, die jetzt mit Mistgabeln irgendwie vom Bundestag stehen, gar nicht. Ich möchte nur einmal aufrütteln und ein bisschen klar machen, was ich glaube, wie unternehmerisches Denken funktioniert und wie eben, aber auch einfach nicht. Okay? Also, worum geht es? Es geht darum, dass wir Volk, für die Angst der Regierung jetzt zahlen. Tatsächlich, mit Geld zahlen, mit Steuergeldern etc. Und als Unternehmer zahle ich eine ganze Menge von Steuern. Und ich finde das auch bis zu einem gewissen Punkt okay, habe da eine gesunde Verantwortung. Ich finde, Deutschland ist ein tolles Land. Du drückst irgendwie 112, 110 und da kommt jemand und hilft dir. Es ist einigermaßen ordentlich, es ist sauber, es ist sicher, das finde ich alles toll. Da bin ich mir im Klaren drüber, das muss bezahlt werden. Das geht auch über Steuern, in Ordnung. Aber wir sind ein absolutes Spitzensteuerland, wie auch jüngst Christian Lindner mehrfach in Interviews jetzt bestätigt hat. Und da finde ich, gehört sich sowas, was da jetzt passiert, nicht. Also, worum geht es? Es geht um Gasknappheit. Das greife ich eben kurz auf. Denn Deutschland hat im vergangenen Jahr aus Angst vor einer Gasknappheit, wir erinnern uns, eine ganz große Menge Erdgas eingekauft, zu geschätzten Kosten von ungefähr 10 Milliarden Euro. Also eine ganze Stange Geld. So, jetzt ist aber Folgendes passiert. Durch die mittlerweile wieder stark gefallenen Gaspreise entsteht der Bundesrepublik jetzt ein Verlust von mindestens 7 Milliarden Euro. Jo, jetzt kommt das Problem, und das ist das, was ich so unfassbar daran finde. Nach der neuesten Entscheidung der Regierung müssen die Verbraucher, also wir, diesen Verlust, 7 Milliarden Euro, ab dem 1. Juli durch einen Aufschlag auf den Gaspreis über 4 Jahre bezahlen. Wer wird also zur Kasse gebeten? Wir. Kurz, also, was ist überhaupt passiert? Es ist doch so, die Einfuhren von russischem Gas betrugen im Jahr 2021 ungefähr 501 Terawattstunden, das ist eine ganze Menge. Dann aber, ne, wir wissen, der Angriff auf die Ukraine, Russlandkrieg, da hat der Westen Sanktionen vorgenommen. Und durch dann diese westlichen Sanktionen aufgrund Russlands Krieg gegen Ukraine hat also 2022, letztes Jahr, Deutschland deutlich weniger Gas aus Russland geholt. So, das Gas fehlte. Was war also die Lösung der Bundesregierung? Jetzt kann man noch sagen, ja, Mensch, ist ja klar, ist deren Job, haben sie auch gut gemacht. Das Ziel der Bundesregierung war, negative Folgen wie kalte Haushalte, klar, ne, und stillgelegte Fabriken zu vermeiden. Also hat die Bundesregierung grünes Licht gegeben für einen massiven Gaseinkauf, für massives Kapital. 10 Milliarden Euro. So, bis dahin alles in Ordnung. Jetzt gibt es da die THE. Was ist die THE? Musste mich auch mal kurz einlesen. Die Trading Hub Europe GmbH. THE, Trading Hub Europe GmbH mit Sitz in Ratingen, also hier um die Ecke. Und in Niederlassung in Berlin ist der Marktgebietsverantwortliche im deutschen Gasmarkt. Das heißt, die Verantwortlichen bei Trading Hub Europe, THE, haben also jetzt 50 Terawattstunden Gas auf den globalen Märkten erworben, überall, nur nicht Russland, um die Gasspeicher vorm Leerwerden zu schützen, also um die Gasspeicher wieder aufzufüllen für den Winter. Mit welchem Ergebnis? Am 1. November letzten Jahres waren die Gasspeicher also zu 95% gefüllt. Jetzt kann man sagen, prima, Job erledigt, Mission accomplished. Ja, prima. Was war jetzt das Problem? Nun, die deutschen Gaseinkäufe waren aufgrund der gestiegenen Gaspreise im vergangenen Jahr extrem teuer. Die haben wahnsinnig teuer eingekauft. Denn THE zahlte letztendlich mehr oder weniger jeden geforderten Preis. Jeden geforderten Preis an diesen Spotmärkten, um eben die Mission zu erfüllen. Die Bundesregierung hat gesagt, Tag, mach die Speicher voll. Ist ja auch logisch, denn die starke Nachfrage hatte den Preis auf den Rekord hoch katapultiert. Das sind die Märkte, Angebot, Nachfrage. Der Preis erreichte im Sommer letzten Jahres auf dem niederländischen TTF-Index deshalb sogar einen Höchststand von 300 Euro pro Megawattstunde. Achtung, im Durchschnitt
zahlte DHE wohl also über 170 Euro pro Megawattstunde Gas. Hm. Die Gesamtkosten, wie vorhin schon gesagt, beliefen sich somit auf ungefähr 10 Milliarden Euro. Und von diesen, Achtung, von diesen teuren Gasreserven, die wir dann da eingekauft haben, sind bis heute ungefähr 37 Terawattstunden unverkauft geblieben. Aha, jetzt droht der THE ein Verlust von 7 Milliarden Euro. Also was passiert jetzt? Die Bundesregierung sitzt da und sagt, warte mal, wer zahlt's? Ach ja, die Verbraucher, also wir, das Volk. Und jetzt kommt's. THE hat teuer eingekauft, haben wir gerade gehört. Jetzt ist der Gaspreis aber wieder gesunken. Und der wird wohl nicht höher als 50 Euro pro Megawattstunde gehen. Wir erinnern uns, die haben aber im Schnitt für 170 eingekauft. Und THE wird wohl eben diesen Verlust von mindestens 7 Milliarden Euro erleiden. Und das Besondere, das Unternehmen haftet nicht für diese Verluste. Das hätte ich auch gerne mal, muss ich sagen. Ich mache was, hafte aber nicht. Wäre doch toll. Die deutsche Regierung hat nämlich THE durch ein Gesetz dazu verpflichtet, die Gasspeicher vor dem Winter 2022-2023 möglichst vollständig zu füllen. Jetzt könnte man auch sagen, ja gut, dann hat THE ja wirklich eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Nee, haben sie auch nicht. Aber als Ausgleich dafür durfte das Unternehmen eine Gebühr von den regionalen Versorgungsunternehmen erheben, die diese Kosten an die Verbraucher weitergeben können. Das ist es doch. THE ist fein raus. THE hat eine Gebühr an die Versorgungsunternehmen lokal weitergegeben und die dürfen diese Kosten jetzt an die Verbraucher weitergeben. Wie schön. Laut EFET Deutschland, dem Verband der Energiehändler, stellt das ein großes Problem für mehrere dar. Für Vertriebe, für Händler, aber natürlich auch für uns Endkunden, dass die Wirtschaftlichkeit bestehender Handelsgeschäfte natürlich erheblich beeinträchtigt. Und dieses Risiko wird jetzt voraussichtlich zu zusätzlichen Kosten für die Endkunden führen. Das sagt der Verband. Also nochmal, wer darf zahlen? Wir dürfen nämlich zahlen. Ab dem 1. Juli werden deutsche Verbraucher über einen Zeitraum von 4 Jahren einen Aufpreis von 1,45 Euro pro Megawattstunde Gas zahlen. Halleluja. Das bedeutet eine Verdopplung des bereits im Jahr 2022 eingeführten Aufpreises. Den Plan hat die Bundesregierung am Mittwoch genehmigt. Schätzungen zufolge wird dies zu Gesamtkosten von 120 Euro pro Haushalt führen. Jetzt kann man sagen, ja gut, 120 Euro ist egal. Ganz ehrlich, ich merke die nicht mal. Darum geht es mir nicht. Ich finde diese Vorgehensweise so anti-unternehmerisch. Aber kommen wir gleich zu. Und der Bundesverband der Verbraucherzentralen, VZBV, hat eine Stellungnahme auf Anfrage von mehreren Journalisten abgelehnt. Die Bundesregierung betont, dass das Gesetz Mindestspeichermengen vorschreibt. Super, es verstecken sich hinter dem Gesetz. Ja, Moment mal, ist ja ein Gesetz. Müssen wir doch tun. Herrlich. Es stellt die Entschädigung für die Gaseinkäufe durch THE sicher. Das Gesetz ist ein sehr wichtiger Baustein, heißt es. Es hilft dabei, den Gasmangel zu vermeiden und die Situation unter Kontrolle zu bringen. Klar, wir wohnen ja auch in Sibirien, es ist unfassbar kalt. Da die Gasversorgung in Deutschland jedoch immer noch nicht gesichert ist, will die Regierung das Gasspeichergesetz bis 2027 verlängern. Die Sicherstellung der Gasversorgung bleibt eine wichtige Aufgabe, so das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz. So, was hat das jetzt überhaupt hier auf diesem Kanal mehr Geschäft verloren? Ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. Ich finde das, was die Regierung da gerade macht, also ich oute mich als nicht besonders großer Fan dieser Regierung, ist für mich das Gegenteil von Unternehmertum. Unternehmer, was sind das eigentlich für Menschen? Unternehmerinnen und Unternehmer sind Menschen, die das Risiko eingehen. Die sagen, für dieses Risiko, was ich bereit bin einzugehen, habe ich vielleicht auch die Aussicht auf eine sehr attraktive Entlohnung. Aber bis dahin muss ich erstmal durch das Risiko gehen. Unternehmertum ist das Gegenteil von Sicherheit. Und was beobachte ich gerade? Das ist das, was ich euch gerne mal zeigen möchte. Was ich beobachte ist, wir haben hier so eine Skala, kannst du dir im Prinzip vorstellen. Es gibt so eine Skala. Und diese Skala hat am einen Ende Angst und auf der anderen Seite, am anderen Ende, hat es Risiko. Risiko ist das Gegenteil von Angst, okay? Irgendwo gibt es einen Median, das ist die Mitte. Und das, was ich feststelle, ist, dass unsere Gesellschaft sich immer mehr irgendwo so hier bewegt. Immer mehr auf diese Angstachse.
Corona, oh Hilfe, Angst, die Welt ist in Angst. Heute redet kein Mensch mehr darüber. Angst, aber auch Defensive. Und das ist aus meiner Sicht das Gegenteil von Unternehmertum. Und das Schlimme ist, das ist das, was ich feststelle, aber wenn ich mich mal so ein bisschen umschaue, finde ich, wenn Menschen, mit denen ich spreche, und das sind so die ganz vernünftigen Menschen, das hier repräsentiert gar nicht die Mehrheit. Also wie wir handeln. Die Gasspeicher müssen unbedingt voll sein. Oh Hilfe, ein sibirischer Winter erwartet uns. Wir werden alle erfrieren und müssen wieder die Kühe in die Stube stellen, damit es warm wird, wie früher 1820. Diese Angst wird geschürt durch die Politik und durch die Medien. Auch Corona, diese Ängste. Aber ganz ehrlich, ich hatte nicht den Eindruck, dass das die Mehrheit der Bevölkerung ist, die hier angesiedelt ist. Ich sage ja auch nicht, die Mehrheit der Bevölkerung ist so wie ich ungefähr hier angesiedelt. Aber dieser Median, ich finde, den haben wir irgendwie verloren. Stattdessen sind wir irgendwie alle so hier drüben auf dieser Seite mehr in dieser Angstecke. Angst, defensiv, Panik, Hilfe. Und weißt du was? Aus der einen Seite ist meine Aussage, das repräsentiert nicht die Mehrheit. Das, was da gerade passiert, repräsentiert nicht die Mehrheit. Und das andere ist, was ich sage, Angst führt immer zu Unfreiheit. Immer. Denk mal drüber nach. Angst führt immer zu Unfreiheit. Und ich sag dir eins, das, was ich gerade hier geschildert habe, mit dieser Gaspreiserhöhung pro Haushalt 120 Euro, ein Unternehmen, das so geführt wird, immer in dieser Angstecke, das würde niemals wachsen. Das würde doch gar nicht gehen. Evolution bedeutet Entwicklung. Evolution war immer auch mit Risiko verbunden. Immer. Da waren immer welche, die haben gesagt, ey, ich steige auch in das Boot und ich glaube, am anderen Ende des Horizonts finde ich einen neuen Kontinent. War das riskant? Ja, klar. Aber nur durch Menschen, die diese Risiken auf sich genommen haben, sind wir mit der Welt heute da, wo wir sind. Und ich finde, das ist eine prima Welt. Das ist eigentlich eine sehr freie Welt. Aber was sich gerade da tut, auf Regierungsebene, auf Gesetzesebene, ist unfreier. Uns wird vorgeschrieben, was wir für Heizungen haben müssen, was wir für Sanierung vornehmen müssen. Uns wird doch nur noch vorgeschrieben, vorgeschrieben, vorgeschrieben. Weil wir alle nur noch in der Angstecke sind. Hilfe, das Klima entwickelt sich ganz schrecklich. Hilfe, wir werden bald alle überschwemmt. Hilfe, die Welt ist kurz vorm Untergang. Wenn du mal mit sehr alten Menschen redest, sagen die, wir erkennen ein Muster. Das Muster, das wir erkennen, ist, wenn ich die letzten 80 Jahre meines Lebens zurückblicke, es hat immer Panikwellen gegeben. Die Welt wird untergehen. Die Welt wird untergehen. Oh, jetzt wird sie aber untergehen. Ah nee, dann wird sie aber untergehen. Und weißt du was? Die ist nie untergegangen. Aber je mehr wir uns in diese Angstecke bewegen, desto unfreier werden wir. Und Evolution, das sage ich nochmal, war immer mit Risiko verbunden. Und deswegen, glaube ich, sind wir rückschrittig gerade. Wir entwickeln uns nicht weiter, sondern in vielen Ecken entwickeln wir uns zurück. Es gibt auch dieses Zitat, Tough times create strong men. Strong men create good times. Und good times create weak men. Weak men create tough times. Und wir sind aus meiner Sicht mitten in der Weak Man Phase. Weak Man bedeutet schwach. Oh, schnell in die Ecke der Angst. Alles ist schwach, alles ist schlimm. Oh, Hilfe, defensiv sein. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Angst, Angst, Angst. Im Unternehmertum muss man das Gegenteil sein. Man muss bereit sein, Risiken einzugehen. Dazu musst du als Unternehmer und Unternehmer einfach bereit sein. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, herzlich willkommen. Wir sind eine Community. Wir sind die, die keine Angst haben. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen. Wenn du dich da manchmal alleine fühlst und sagst, oh, bin ich eigentlich der Einzige, der das gar nicht alles so schlimm sieht und keine Angst hat? Nee, bist du nicht. Wir sind viele. Wir sind die, die die Welt zu einem besseren Planeten machen. Aber doch nicht irgendwelche Minister, die in irgendwelchen Schreibtischen sitzen und ihrem Leben noch nie was auf die Kette gekriegt haben, nicht mal eine Ausbildung gemacht haben, ist ja nicht schlimm, ich habe auch keine, aber keinen Track Record haben, wo sie mal wirklich was geschaffen haben, sondern einfach nur von irgendwelchen, weiß ich nicht was, Nebenjob, mit denen sie sich über Wasser gehalten haben, ansonsten nur von Schwadronieren und Debatten führen, sich dahin gemogelt haben, wo sie heute sind. Und die führen diese Republik. Also ich fühle mich davon sehr wenig vertreten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und aufgrund all dieser Entwicklung, muss ich sagen, ist die aktuelle Regierung und Richtung in nicht allen, aber in einigen Bereichen, die wir so gerade haben, für mich das Gegenteil von Unternehmertum. Und da möchte ich uns gerne mal zu einer Diskussion einladen.
Schreib mir mal unten in die Kommentare, wie du das siehst. Vielleicht sehe ich das ja auch falsch. Vielleicht hast du eine komplett andere Meinung. Vielleicht siehst du es aber genauso. Und mir geht es um Freiheit. Mir geht es um Verantwortung, das ist klar. Ich bin nicht gegen Klimaneutralität, um Gottes Willen, da bin ich sehr für. Aber ich bin gegen Panik. Ich bin gegen Angst. Und ich bin gegen Unfreiheit. Und ich bin gegen unfaires Wirtschaften von Menschen, die mit Angst uns Probleme bereiten, die wir dann auszubaden haben. Das finde ich einfach nicht in Ordnung. Also, hinterlass mir gerne mal deinen Kommentar. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.